Martin Kirchner, Pioneer of Change. Grüß dich, Martin. Grüß dich, schön, dich zu sehen. Ja, ich begleite deine Aktivitäten oder verfolge deine Aktivitäten schon länger und sehe deine auch. So ein herzliches Engagement bei dir, was wirklich begeistert, so ein tieferer Antrieb. Woher kommt denn der? Hast du da eine Erklärung dafür? Puh, woher kommt mein innerer Antrieb? Naja, es hat wahrscheinlich mehrere Aspekte. Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass ich als Kind, mir als Zehnjähriger, mir Tschernobyl ziemlich eingefahren ist. So, das damalige Ding und die Energie mit dieser nuklearen Bedrohung. Ja. Und ich schon das Gefühl gehabt habe, man muss doch was machen. Ja. Und insofern habe ich immer wieder Phasen, oder kann ich mich gut verbinden zu dem Schmerz, der in der Welt ist und zu dem, was einfach auch wirklich krass im Argen liegt. Und das ist schon auch ein Motor für mein Engagement. Und das andere ist, dass ich ja eigentlich ein wunderbares Leben habe und das Leben so als Wunder empfinde. Und also man denkt, ja, es könnte nur viel mehr ein Paradies sein. Und insofern treibt mir also dieses Positive nur viel mehr in Wirklichkeit, weil wo man dort die Aufmerksamkeit hinlenkt, das wächst, da bin ich überzeugt. Und insofern habe ich mich ganz viel mit Modellprojekten und positiven Initiativen auseinandergesetzt. Und das ist einfach so energetisierend und inspirierend, dass da sicher auch der Antrieb herkommt. Schön. Wenn du sagst, guter Hintergrund etc., also mein Wunsch wäre immer, dass wir offene Türen haben und sagen, wir müssen immer versperren und du lebst in einem Dorf, Pomale, wo das in dem Sinn so ist. Also ja, es ist ein Modell, das schon viel weitergeht. Ja, ich habe mich lange mit Ökodörfern, Ökodorfprojekten weltweit auseinandergesetzt, bin viel gereist und habe mir Sachen angeschaut und eben viele Jahre hat es braucht, ein Projekt, das in die Richtung geht, von einem Ökodorf da zu starten. Es ist jetzt so ein Co-Housing-Wohngemeinschaftsprojekt, eine Stunde westlich von Wien, am Dunkelsteiner Waldrand mit 50 Erwachsenen und 30 Kindern und es ist schon ein kleines Paradies auch, ja. Und weil du sagst, nicht zusperren, es ist wirklich bei uns gelebte Praxis. Irgendwann war einmal ein Polizist da, den hat der Schlag getroffen. So, was kannst du auch nicht machen. Ja, und genau. Also insofern ist es für mich auch so quasi eine absichtliche Praxis, zum Beispiel immer wieder mal mein Auto nicht zuzusperren, einfach um das zu üben oder sozusagen mich im Vertrauen, also einfach im Vertrauen zu sein. Ich weiß aber, eine Tür wird zugesperrt, oder ist das so bei euch in Pomale? Eine Tür wird zugesperrt, welche ist denn das? Ach so, das war eine vielleicht in unserer Food Corp, wo wir Lebensmittel von regionalen Bauern und Bio-Großhandel haben und so. Und da gibt es eine Tür, da hat es, da sind die Schokoladen drin. Das ist die Verführung. Du, Martin, wir haben einen gemeinsamen Geburtshelfer, also Pioneer of Change, bewusst gemacht im Leben, weißt du, wer das ist? Wahrscheinlich meinst du jetzt den Alfred Striegel, oder? Genau so ist es. Ja. Ich habe ihn kennengelernt als Geburtshelfer und ich habe ihm jetzt einmal geschrieben. Ein Hebammerich. Definitiv. Und ich habe ihm geschrieben, Geburt ist gelungen, Alfred. Vielen Dank für dein Engagement. Wollen aber jetzt auch, dass er in einem Mentorenteam mitwirkt. Mhm. Weil wir der Alfred wohnt auch hier in Pomale in dem Wohnprojekt. 40 Meter von mir. Also, darum habe ich auch das gewusst, ja, wie es bei euch zugeht. Und mir hat das total begeistert, dass da wirklich die Türen offen sind. Und da hat er so lieb gesagt, aber eine ist zugesperrt, eben die Schokoladentür. Ja, da, Martin, Veränderung, Bewegung. Es gibt ein Leben vor dem Tod, sage ich ganz gern. Pioneer of Change, ihr seid motivierend. War gerade ein ganz erfolgreiches Summit. Was ist die Reflexion jetzt? Ist noch frisch, glaube ich, 2 Wochen aus. Was hat sich da wieder bewegt? Ja. Also wir haben gerade einen großen Online-Kongress gemacht mit echt spannenden Leuten, also mit über 30.000 Teilnehmer, Teilnehmerinnen. Wir haben 250.000 Bäume gepflanzt in diesem Zeitraum von ein paar Wochen, wo dieser Summit gelaufen ist. Und einfach unglaublich spannende Interviews gehabt mit Pionieren, die tolle Sachen machen, wie Helmi Aboulaish, das Projekt Sekem in Ägypten, das einfach ein Wahnsinnsmodell ist, von was alles möglich ist. Ja, bis zu Extinction Rebellion,
Also wie kann man wirklich reagieren auf Klimawandel, politisch was beeinflussen? Ja, oder Charles Eisenstein als Vordenker, also so ist ganz viel Inspiration da gewesen, wo ich ganz erstaunt war, wie ich den ersten Online-Summit gemacht habe 2017, wie das wirkt auf Menschen. Also so Interviews, genauso wie es wir jetzt machen, dass das einfach viel besser zum Aufnehmen ist für viele Leute, als wenn ich so einen Vortrag mir anhöre oder wenn ich ein Buch lese. Insofern haben wir ganz viele Menschen gesagt, wie das ihr Leben verändert hat oder wozu sie das angeregt hat. Und vor allem ein Punkt ist, ja, viele haben so das Gefühl, bah, ich bin nicht allein, sondern es gibt so viele und ich habe gar nicht gewusst, was es da alles schon für großartige Sachen gibt. Transition Towns und ja, keine Ahnung, also lebenswerte Gemeinde, die wir ja auch noch interviewen. Ja, wo darüber steht, bewusst gemeinsam leben, Martin. Bewusst, ja. Das ist ja interessant, man hat ein Wort, weil du gesagt hast, lebenswerte Gemeinde, man sieht da eine Gemeinde, eine offizielle Institution, aber nach Gerald Hüther wäre die kommunale Intelligenz die Gesamtheit eines Ortes, Öffentlichkeit, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, alles als Ausdruck. Und eine Gemeinde wird halt noch sehr als verwaltungspolitische Gemeinde sehen und das haben wir schon ein bisschen als Hürde gemerkt und haben da darüber stehen. Bewusst gemeinsam leben, jetzt ist ein Impuls ja wichtig, und kann durchaus Inspirator sein, aber was braucht es denn noch? Ist es so ein Impuls ausschlaggebend? Wie komme ich in die Handlung? Weil wenn ich sage, ich habe viele Erkenntnisse, ich weiß viel, ja, aber da ist halt noch irgendwo die alte Welt. Wie wird das zusammenspielen? Naja, also wo wir ursprünglich herkommen, ist eigentlich, dass wir seit 2010 gibt es ein Jahrestraining, so quasi eine Ausbildung zum Pionier, zur Pionier des Pionierin des Wandels, wo wir Leute begleiten, ihren Platz da zu finden und auszufüllen, ihr Potenzial zu entdecken und Ideen auszuprobieren und Projekte zu starten. Und ja, und das ist natürlich ein Sprung von Inspiration, hat auch wirklich was Flüchtiges. Ich kann dann relativ schnell irgendwo mal denken, wow, das wäre so cool, ja, und ich könnte ja. Natürlich ist dann steckt der Hund, der Teufel dann im Detail oft, und wenn man am Weg sich macht, dann kommt man erst drauf, wie schwierig es oft ist. Unser Wohnprojekt von Mali, das, wo ich jetzt wohne, ja, 13 Jahre hat es braucht eigentlich, bis wir da von der Idee mehr oder weniger, bis ich da wirklich einzogen bin. Und da am Weg, da braucht es, also eine wesentliche Zutat, dass das dann gelingt, ist sowas wie Gemeinschaft, eine Unterstützungsgemeinschaft. Wie der von dir erwähnte Gerald Hüther sagt, für die Entfaltung unserer Potenziale brauchen wir andere. Ja, das geht gar nicht allein. Also insofern eine Unterstützungsgemeinschaft, wo wir uns wertschätzend, unterstützend begegnen und uns, also das ist eine wesentliche Komponente, wo wir dieses Gemeinschaftsgefühl oder diese Community aufbauen. Und dann gibt es natürlich viele praktische Methoden, wie man vom Grübeln ins Handeln kommt, wie man dann dranbleiben es schafft und Hürden überwinden schafft. Und ja, also da gibt es ganz viel, wo wir halt einerseits eben das Jahrestraining haben, aber seit immer mehr halt auch Online-Kurse, weil das halt den Vorteil hat, dass Leute, die auch in Deutschland sind und ganz weit weg und die vielleicht auch in Zusammenhängen, wo sie sich jetzt nicht 4 Tage am Stück freinehmen können, die dann auch dran sein können und ihre Schritte gehen. Und ja, und ich merke so eine Kernqualität, die wir noch reinbringen, gerade auch, wie du sagst, diese Gemeinde-Geschichte, ist dieses, wie wir einander begegnen, wie wir eine wertschätzende Kultur schaffen, wie wir unsere Meetings abhalten, wie wir so uns moderieren, also hosten nennen wir das, Art of Hosting. Und das bringen wir mehr und mehr in die Welt und werden in Kürze jetzt zum Beispiel auch mit dem Wir- und Jetzt-Netzwerk vom Bodensee und einer deutschen Stiftung einen Online-Kurs anbieten, wie man in Regionen Mitmachkonferenzen startet, damit sie die ganzen engagierten Leute aus diesen unterschiedlichen Blasen, aus Verwaltung, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, was weiß ich, dass sie die vernetzen und gemeinsam schauen, was können wir tun in unserer Region. Und eben gerade diese Gemeinschaft, die ist eine Schlüsselzutat.
und vielleicht auch dieses disziplinenübergreifende. Es gibt Mobilität, Energie, unterschiedlichste Themen, die ja alle in den Vorwasser sind. Und wenn Sie die mehr finden, was könnten da noch dienlich sein? Ich meine, online, ihr seid, wirkt so als großer Verbinder, aber was könnte es dieses Finden, zueinander finden, noch beschleunigen? Was könnte es noch erleichtern? Was könnte es, also was könnte es zueinander finden, beschleunigen? Also ich glaube schon, dass online da eine richtige Hilfe ist, mit dem, dass wir dann auch in Kürze sowas wie eine Plattform aufbauen, wo man sich gut vernetzen kann, wo man sieht, wer ist da noch in einer Region auch zum Beispiel. Wir haben regional Treffen auch beim Online-Summit gestartet. Da waren voriges Jahr 250 Regionaltreffen im deutschsprachigen Raum, wo Leute aufrufen, so die Leute, die halt mit diesen Themen in Resonanz sind, treffen wir uns, vernetzen wir uns und schauen wir, was können wir gemeinsam machen, unterstützen wir uns gegenseitig. Und ja, da ist einfach ein Riesenpotenzial da, oder die Karte von morgen ist auch so ein tolles Projekt, das hilft, das sichtbar zu machen, was es schon alles gibt und das so offen ist, dass jeder mitmachen kann. Und natürlich ist online gut und schön, und dann ist es auch gut, wenn man sich ja real, physisch wirklich trifft und miteinander schaut, was da geht in einer Region. Regionalwert AG entsteht bei uns gerade zum Beispiel. Also es sind einfach gute Vorbildprojekte. Mir kommt es ein bisschen vor, so was wir gerade dabei sind zu bauen, ist wie einen Baukasten von unterschiedlichen Teilprojekten und Initiativen, oder die, was es braucht, um in einer Gemeinde bewusst gemeinsam zu leben oder Gemeinde in einer Region. Und was aber dahinter liegt und vielleicht noch viel wichtiger ist, ist so unsere Haltung und unsere Weltsicht und was wir uns erzählen darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein oder in unserer Zeit zu leben und was es alles möglich ist, wie wir umgehen mit miteinander, mit der Natur. Einen tieferen Lebenssinn zu erfinden, wenn wir noch beim Gerald Hüther bleiben, er sagt ja ganz gern dieses objektbezogene und subjektbezogene, ja. Also Martin Kirchner, du hast jetzt irgendeine Fähigkeit, die jetzt mir dienlich ist, ich habe einen Vorteil. Und aber du nutzt mich. Ich nutze oder benutze dich sogar, ja. Und dann kannst mich du als Martin noch interessieren, als Mensch dahinterliegend, und ich glaube, das tut uns auch emotional so gut. Und ja. Das ist vielleicht die Zeit jetzt definitiv auch reif. Also auch gerade in der Situation, wo so viel Altes wegbricht, darf was Neues in dem Sinn entstehen. Das ist ganz, ganz spannend. Und ich überlege doch jetzt gerade, wir werden also einen internen Bereich machen. Mhm. Und wir als Bewusst gemeinsam leben sind ja keine operative Initiative, dass wir selber die Experten haben, sondern wir sind ein Bindeglied, ein Zusammenfügen. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass wir da was entsprechendes starten und machen. Denn diese Online-Präsenz etc. verbunden mit ein paar Zellen, weil also wir wollen ja vor 2000 Gemeinden ein paar Zellen aufbauen, die einfach schon anders ticken, wo man einfach in dem Sinn schon merkt, da ist mehr Miteinander da. Und vor allem nicht nur die Einzeldisziplinen mit Wirtschaft, Bauernschaft, sondern wirklich eine Gemeinsamkeit. Und dass wir da gemeinsame Streukraft schaffen, denn beim Kongress letztes Jahr haben wir schon noch gesehen, da waren über 60 Akteure dabei, dass in dem großen Zusammenkommen schon eine gewisse Anonymität da ist. Wenn einer alleine eine Veranstaltung macht, rennt er, aber in dem Großen ist schon wieder eine gewisse Anonymität da, weil das wäre ja ein riesiges Netzwerk gewesen, das wir da zur Verfügung gehabt haben, und dennoch ist da sehr wenig nach außen gegangen. Ist, glaube ich, schon ein gewisses Lernthema offensichtlich. Ja, es ist auch wirklich eine Kunst, dieses so ein Beziehungsfeld zu bestellen, ja, oder aufzubauen, wo dann was wegwachsen kann. Also für mich ist es wirklich ein Nipponmeter, nicht das sowas wie soziale Permakultur braucht man eigentlich, wo man sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen und das richtige Mikroklima, wo dann was wachsen kann. Ja, und die Dinge halt gut miteinander in Beziehung bringen. Das ist, finde ich, eine Schlüsselfähigkeit oder eine Schlüsselkompetenz, wo glaube ich, wir schon viel Erfahrung haben, wo wir was beitragen können. Aber, ja. Und vielleicht auch, weil du in Gregor Siebig, Weltenwanderer, erwähnt hast, der sagt immer, und wir sind ja sehr nah, wir machen auch Mentoren, wo er mitwirkt, der Weg entsteht im Gehen, da haben viele eine riesen Herausforderung damit, weil gerade erfolgreiche Unternehmer sagen, du musst ja vorher geplant haben, du musst
Aber das, was wir machen, wird es jetzt immer nur am Papier geben, wenn wir nicht einmal den Weg gegangen wären. Und ich glaube, das ist jetzt eine Chance für viele, weil die Kalkulierbarkeit immer schwieriger wird, aber dafür auch Chancen bei der nächsten Tür sind, die du nutzt, die ich gar nicht hätte, wenn ich nicht in die Handlung komme. Und diese praktische Handlung, glaube ich, das ist jetzt unsere ganz große Chance. Und vor allem, das kommt auch von vielen im Moment, diese Jetzt-Bezogenheit. Wir sind so Erfahrungen, das habe ich erlebt, das hat funktioniert weniger. Vergangenheit, Zukunft, das passiert nur im Jetzt. Und wenn wir uns dessen besinnen, dann glaube ich, sind wir in einem Kraftfeld, dann kommt auch von Angst, Vertrauen und viele Dinge. Ja. Also vielleicht auch, und das habe ich bei einem Summit auch vor einigen gehört, das ist dieses rein linksjährige, analytische, wirklich in einer Ganzheit, in das Fühlende, in das Wahrnehmende, also in eine größere Kraft zu kommen. Ja, also für mich ist da Otto Schama da ganz großartig, der so ein Modell halt sagt, wo wir halt tiefer sinken in einen Punkt von Präsenz, ja, er nennt es Presensing, also wo es Sensing, wo es ganz viel ums das Spüren geht und wo wir uns halt in dieses Nichtwissen auch reinbegeben und dann schauen, was will als nächstes kommen, was ruft mich. Was emergiert, wo bin ich Teil dessen, wo ich dann auch schon gar nicht mehr weiß, was mache ich jetzt eigentlich und wo folge ich nur. Also das ist ein bisschen so eine andere Bewusstseinsebene eigentlich, auf die man sich einlassen muss. Und damit man dorthin kommt, muss man sich erst einmal so rein entspannen in dieses Nichtwissen und in dieses Ambiguitätsfeld von das eine ist nimmer und das andere ist nur nicht da und ich bin irgendwo in diesem Zwischenraum und das fühlt sich oft nicht so angenehm an fürs Erste. Also man kann lernen, damit umzugehen und es ist ein bisschen sowas, vielleicht kann man es auch nennen, dass es sowas wie eine spirituelle Praxis ist eigentlich, weil wenn man sich ehrlich sagen, in Wirklichkeit ist das Leben unsicher. Ja, ich weiß ja nicht, was morgen ist. In Wirklichkeit. Ich bilde mir es nur ein. Das Einzige ist die Veränderung. Definitiv, ich glaube, Frauen dann sind da leichter, aber weißt du, Otto Schama gesagt hast, Theorie U zum Beispiel, wir haben eins gesehen, wir haben 5 Ebenen, wenn ich da kurz den Flyer da reinhalten darf, da ist ein. Ja, ich sehe es. Digitale Dialog. Und das haben wir auch gesehen, dass in vielen Gesprächen, auch Helmut Mödelhammer etc., dass man oft so wenig voneinander weiß. Wenn man uns tiefer begegnet und in einen Findungsprozess kommt, dass ich halt die andere Welt besser verstehe, glaube ich, kommen auch ganz andere Ergebnisse. Und so sind wir halt auch dabei, eine Struktur zu schaffen und zu schauen, wie man auf vielen Ebenen umsetzen kann. Und ich glaube halt, oder was glaubt, das ist tägliche. Die tägliche Erinnerung, wo wir eben 95% aus Gewohnheit unterbewusst machen, das, glaube ich, wäre so das Spannende, dass man immer die Impulse kriegt und möglichst viel begegnen. Und darum war es also wichtig, dass man interagiert und alle Kanäle in dem Sinn nutzt, um die Gesellschaft zu erreichen. Und wo dann auch ganz wichtig wird, dass die Medien, ich sage einmal, auch sinnvolle Dinge, aufbauende, ermutigende Dinge vermitteln. Mhm. Weil im Moment sind die Zeitungen anders. Wie siehst du Medien so die Zukunft? Ja, ich glaube auch eine Schlüsselrolle und es ist wirklich was mich richtig aufregt. Ich finde, es hat so eine mächtige Rolle in unserer Gesellschaft und teilweise wird wirklich Angst produziert. Nur ein Beispiel, was ich jetzt gestern gehört habe. Also es war gerade kürzlich so eine Statistik in den Medien, dass an Corona, bist du noch da? Ja. Dass an Corona heuer im Vergleichszeitraum zu den letzten 4 Jahren einfach mehr Menschen gestorben sind. Und gleichzeitig liegt es nur daran, weil 2016 so wenig Menschen gestorben sind. Wenn man nur 2017 bis 2019 gerechnet hätte, dann waren in Wirklichkeit heuer sogar weniger Menschen gestorben. Und wenn man die Schlagzeile aber so nimmt, dann wird einfach Angst produziert. Und insofern finde ich es einfach echt erschütternd, dass was da rennt, auch vor allem in den sozialen Medien. Ich finde da die Arbeit von der Corinna Milborn recht wichtig, die sagt, das sind ja in Wirklichkeit auch ganz wichtige Medien, die eigentlich eher gesetzliche Regulierungen brauchen mehr. Ich finde arg, was dieser ganze Boulevard-Schrott, ja, der wirklich den Geist verstopft, dass die Medienförderungen kriegen, wo mein Geld eigentlich, ja, das ich da über Steuern mitzahle, dorthin fließen, das finde ich einen Witz. Ja, und regt mich auf. Ja. Naja, aber wir als Konsumenten können entscheiden, nehme ich das oder jenes. Einerseits aber trotzdem finde ich auch, ich habe voriges Jahr
oder heuer auch die Schweizerin interviewt, die Franziska Herren, und die macht was echt Spannendes, nämlich eine Initiative, die hat geschafft, dass es eine Volksabstimmung geben wird in der Schweiz, wo die Förderkriterien für die Bauern verändert werden, dass Bauern die Pestizide verwenden und so weiter, keine Förderungen mehr kriegen. Weil sie sagt, wie komme ich dazu, dass mein Geld, das ich da einlege an den Staat, dafür verwendet wird, dass unser Grundwasser vergiftet wird. Ja? Und das finde ich einfach einen anderen Ansatz, wie das, was der Franz Rohrmoser sagt, dass wir bei uns, vor allem unsere Bauernschaft und so, dass wir so in einem Obrigkeits- und Hörigkeitsdenken sind. Ja, das ist unser Staat, unser Geld und so. Ja? Und insofern nicht nur, sind wir nicht nur Konsumenten und Konsumentinnen, sondern politische Individuen, wo ich mir wünsche, dass wir noch bessere Wege finden, uns da einzumischen. Das Buch von Franz Rohrmoser ist auch bei mir gelandet. Ja. Spannend. Ich glaube halt, was jetzt so entscheidend wichtig ist, ist, dass wir verbinden und nicht mehr rebellieren. Ich bin sehr gut im Austausch mit dem Chef von den österreichischen Direktvermarktern. Es gibt ganz, ganz viele Chancen und da muss ich gar nicht gegen etwas sein, sondern wir können wirklich gestalten und diese Lebensmittelsicherheit etc. Ich glaube, da sind wir jetzt auch an einem Punkt, wo wir ganz viel gehört werden, weil wir gesehen haben, aha, weltweit kann das ganz schnell stoppen und somit ist das sicher eine Chance, wenn man den Fokus eben auf das richtet. Und vielleicht springen auch die Medien mehr und mehr auf, dass man ermutigende Dinge berichtet. Was ich gesehen habe, ist, das war ganz interessant, ich höre wenig Medien, war gerade in der Woche, wo das passiert ist, auf Darmreinigung, wir sind einen Tag früher heimgefahren. Mhm. Also am Samstag statt am Sonntag, weil die Polizei gesagt hat, könnte sein, dass wir 2 Wochen durchbleiben müssen und wir haben nichts mitgekriegt, weder Medien, gar nichts. Ja. Und ich habe live den Samstag erlebt, wo diese Hamsterkäufe waren. Und warum ich das erwähne, ist, ich habe dann die nächsten Tage irgendwo, weil schon ein gewisser Schock da war, relativ viel Medien geschaut und ich habe tolle Partnerin, sage ich, was ist denn mit mir los? Weißt, ich kenne mich nicht und ich war wirklich in den Sog drinnen, habe mich völlig gelesen und habe innerhalb ein paar Tage gesehen, dass ich sofort wieder in die Kraft komme. Dieser Automatismus, das wirkt einfach, egal wo ich hinschaue. Ja, es hat eine Kraft, definitiv. Ja. Und es gibt natürlich bessere Medien und schlechtere Medien. Also da ist schon gut, selektiv zu sein. Und es ist echt auch die Frage, also ich habe mal einen Blogartikel geschrieben, also wie viel gebe ich mir das, wie dosiere ich das und brauche ich das alle Stunde und so weiter. Und geht es eher um Sensationen oder um strukturelles Verständnis und so. Ja, eins möchte ich nur sagen zu dem, was du vorher gesagt hast. Nämlich das, also ich komme auch aus so einem Mindset von, ich muss jetzt nicht gegen irgendwas kämpfen, sondern es geht mir darum, etwas Neues aufzubauen. Und gleichzeitig wachse ich dorthin, wo ich mir denke, naja, mir geht es aber schon auch darum, Stellung zu beziehen und zu sagen, das und das finde ich einen Schass. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht auch Empathie und Verständnis den Menschen aufbringen kann, die in diesen Systemen Rollen übernommen haben, dass irgendwas so weitergeht. Also das hat alles seine Gründe und ein eigenes Weltbild, das schon Sinn macht. Aber ja. Ja. Absolut durchaus. Wir haben einen unserer Mentoren ist der Professor Lalošek. Das ist ein Stressforscher, Mediziner mit großem Netzwerk wissenschaftlich. Und der hat auch ein Interview gegeben und war schon etwas verwundert und auch verärgert, dass nur immer über Zurückziehen, das Trennen, das Thema war und du musst dich schützen. Aber er als Mediziner gesagt hat, es wäre doch so wichtig, dass ich aus der Angst ins Vertrauen rauskomme, dass ich mich bewege, dass ich schaue, was kann ich tun, um mein Immunsystem zu fördern. Und diese Dinge wären schon auch ganz wichtig und das war total zu vermissen in den Massenmedien, wo ich sage, hey, wo ist denn eigentlich die eigene Ressource? Wo ist mein Eigenverantwortung? Was kann ich in dem Sinn tun? Und das war schon sehr einseitig und schon durchaus erschreckend. Ja. Ja, das ist gefährlich, was da passieren kann. Da kann man, Medien können auch schnell zerstören. Ja, und ich brauche nur in die USA schauen, was da passiert und passiert ist. Teilweise wird man richtig schlecht. Ja, ja aber, Martin, wir gestalten, wir tun, wir schauen, dass wir... Ja. Ja, es gibt ein Leben vor dem Tod, ist so eine Geschichte, oder ein Satz, den ich ganz gern sage und noch einmal abschließend gesagt, das sehe ich auch bei dir, dass da echt ein Herzensengagement dahinter ist. Die letzte Frage, das ist nämlich so, darüber steht eigentlich so die Serie, wofür ist es, und das Wort groß, jetzt Zeit? Wofür ist es jetzt Zeit, Martin? Ich glaube, das ist für jeden anders.
Für manche ist es wirklich die Zeit, innezuhalten und damit gar nichts zu tun und nach innen zu lauschen. Ja. Und sie mit Ängsten und alles Mögliche auseinanderzusetzen und da eigentlich so sich innerlich zu befreien vielleicht. Ja. Und für andere ist es, also für andere, ich und die kenne Leute, das ist sowas wie, endlich, jetzt ist es soweit. Ja. Der Moment, wo ich immer drauf mich vorbereitet habe und wo wir mit ganz vielen Konzepten und Ideen schon da sind und wo es darum geht, sie eben zu verbinden miteinander, so wie, ja, wie in der Imago, im Kokon von einem Schmetterling, ja, wenn sie die Raupe auflöst im Kokon, wo sie die neuen Zellen, die dann einmal der Schmetterling werden, zu verbinden beginnen und die so Cluster bilden, die heißen Hubs. Und wenn sie diese Cluster dann miteinander zu verbinden beginnen, dann kristallisiert der Schmetterling, der dann schließlich viel bunter ist meistens und, ja, und sie ganz anders fortbewegen kann. Also in einer, es ist, ja, das ist für mich meine wichtigste Metapher für das. Und dafür ist gerade jetzt die Zeit, dass wir verstehen, dass wir, die wir alle an irgendwelchen Zipfeln da herumziehen, dass wir alle Teil einer ja irgendwie neuen Welt sind. Ja? Und wo es nicht um ein Gegeneinander geht und Grundeinkommen ist jetzt viel wichtiger als Permakultur oder was weiß ich, sondern wo das alles unterschiedliche Aspekte sind eines einer neuen Zivilisation eigentlich. Schön. Dann schauen wir, dass viele Schmetterlinge geboren werden. Ja. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles Gute. Danke dir. Danke, Georg.